Ja. So, es wird gleich angepfiffen. Wir sehen auch die beiden Unparteiischen Maximilian Engel und Felix Schmitz, beide aus dem Bundesliga-Kader, 88 DHB-Einsätze. Ja, wir freuen uns auf die spannende, ungewöhnliche Partie an einem Dienstagabend. Ja. Also Dienstag, das ist für mich irgendwie so Männer-Bundesliga oder Champions League. Ja, einfach ungewohnt. Aber ja, richtig. Das fühlt sich eher an wie ein Mittwoch. Ja. Gut, morgen haben wir weitere Spiele, und aber heute rechnen wir einfach mal damit, dass wir viele Zuschauer, Zuhörer haben, weil das auch das einzige Frauen-Bundesliga-Spiel ist an diesem Tage. So, schauen wir uns die Aufstellung an. Was sagst du zu der Aufstellung deines Teams? Also wir beginnen so wie die letzten Spiele auch, Helen im Tor. Also ich würde sagen, nichts Überraschendes, außer halt Frieda im Kreis, aber das ist ja jetzt... Das ist jetzt schon Stammformation. Genau, das ist ja die letzten Spiele auch so gewesen, deswegen eigentlich keine Überraschung, bitte nicht. Ja, ihr habt natürlich jetzt so viele Spiele, vor allem im Januar, sehr, sehr viele gewesen. Im Februar fanden auch noch einige auf euch. Und mit drei verletzten Kreisspielerinnen. Ja, Übertritt. Stand sie schon im Kreis, als sie den Ball bekommen hat. Richtig, richtig. Erster technischer Fehler bei Buxtehude. Ich finde die Farbe der Trikots von Buxtehude irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Sieht so ein bisschen wie verwaschen auch. Wie verwaschen, ja. Weiß gewesen und... Aber ein bisschen anders, ja. Sieht man nicht so oft, so graue Trikots. Anmerkung an der Seite. Ja, Lucy Marie Kretschmer, sie hat natürlich einen richtig starken Wurf aus dem Rückraum. Der wurde jetzt geblockt. Ja, aber der Rückzug von uns ist gut. Wir laufen schnell zurück, konnten Lotta da gut stoppen. Und der Rückzug von Decki auch. Und ja, viele Fehler jetzt am Anfang. Oder Ballgewinne, Ballverluste, je nachdem, wie man es Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen ungewohnt, also unter der Woche zu spielen. Und wenn das jetzt mal ein anderer Tag ist, für Buxtehude natürlich auch. Sehr weit. Ich vermute, dass sie, ja, weiß ich jetzt nicht, ob sie jetzt gestern, aber gut, heute wahrscheinlich. Meine, heute früh. Sind heute gekommen. Ja, okay. Ja, 19:30. Ja, hier zweiter Fehler seitens Buxtehude. Und kommt jetzt eine schnelle Antwort von... Sie kommt, aber noch nicht so schnell. Nee. Ja, beide Mannschaften müssen, glaube ich, erst noch so ein bisschen ins Spiel kommen. Ja. 2 Minuten rum, 0-0, obwohl es schon einige Würfe gegeben hat. Es sah so lässig aus. Aber also wie so ein Pass, Ding. Oder? Das ist, ein Wurf, den Kim sich gerne nimmt, den sie auch gut kann. Das stimmt. Oh, die Lücke war jetzt frei. Ja, gute Sperre da gegen Lucy Marie Kretschmer. So für euch. Ich habe jetzt so viele Spiele. Macht das euch müde oder hält euch das fit? Also, weil das ist schon nicht so ohne. Es ist eine Mischung aus beiden irgendwie. Also es ist tagesformabhängig. Manchmal hat man Tage, wo einfach die Luft raus ist, weil man schon müde ist. Aber wir haben jetzt auch Tage frei, wo wir dann wirklich regenerieren können. Ja, ja. Jetzt zum Beispiel nach dem Wochenende dann haben wir den Montag frei. Damit wir da einfach wieder regenerieren können, Kräfte tanken, weil es ist anstrengend. Und ungewohnt für euch, ja, das kennt ihr noch nicht so. Ja. Also es gibt Spielerinnen, die vielleicht da schon öfters doppelt gespielt haben in Champions League oder European League. Also Amelie Berger, Kim Naitzinovicius, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe.
So, Buxtehude, Chance auf Ausgleich. Ja, Sina Hagen, die Spielmacherin auf der Mitte, die auch einige Zeit verletzt war, jetzt wieder mit von der Partie. Schon wieder ein technischer Fehler. Ja. Die sind richtig lässig, die Pässe. Ja. Aber präzise. Ja, es wird jetzt aufgebaut, Aktion vorbereitet, zweiter Kreisspieler. Oh, ah. Ja, wieder. Oh, starke Parade. Ja. Das ist die Antwort. Ja, da kann Dirk Leun eigentlich nicht so ganz zufrieden sein mit seiner Mannschaft. Also, ja. Der Ball muss reingehen. Ja, auf jeden Fall. Also, den hat Helen sehr gut weggenommen. Ja, da merkt man, da ist die Konzentration vielleicht noch nicht da. Ja. Und man darf nicht vergessen, die lange Anreise. Auf jeden Fall, das spürt man. Ritter, richtig. Jetzt wieder ein technischer Fehler. Und jetzt kommt eine Antwort. Wirklich? Also ich dachte, die Außen wäre im Kreis gewesen. Habe ich von hier aus schlecht gesehen. Ja, wir haben hier den schlechten Winkel hier oben. Also die rechte Seite ist bei uns nicht so gut zu sehen. Das macht sie stark. Ja. Den lässt sie sich nehmen. Sina Hagen, zweiter Treffer. Sarah Decker, sie macht sich gut auf der rückraumrechten Position, weil das ist natürlich auch, da haben die auch nicht so viele Alternativen. Ja, Denise Wurf, sehr gut, die lange Ecke. Gefällt mir gut. Buxtehude ist noch nicht da. Ja, sie tut sich schwer in der Anfangsphase jetzt gerade. Der Winkel nicht so groß, aber auch gar nicht so schlecht. Ja, so ein Mittelding, würde ich sagen. Also für Bergi eigentlich ein okayer Winkel. Für Bergi. Wenn eine Spielerin an meiner Seite ist, erfahre ich immer die Spitznamen. Ja, aber die sind halt drin. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch gute Taktik von euch jetzt, wenn ich das so beurteilen kann, Buxtehude so ein bisschen zu verunsichern, zu verwirren, ja. Weil sie jetzt Schwierigkeiten, ins Spiel reinzukommen, hier 2 Minuten völlig verdient. Hagen war da schon durch und bekommt noch von der Seite einen Stoß, hat Aquonedo gehangen, habe ich jetzt genau nicht so gesehen, aber gehe ich mit. Ja, kann man pfeifen, sieht einfach nicht gut aus. Ja. Zeigen die Schiedsrichter natürlich auch ihre Linie. Ja. Ja, Nielsen souverän umgesetzt. 4:3.
mein Eindruck von deiner Mannschaft ist, sie versuchen das alles sehr langsam aufzubauen. Kann das sein? Also so gehen nach vorne und spielen länger. Sie versuchen sich halt die richtigen Chancen rauszuspielen. Ja. Die Leute in Position zu bringen. Jetzt haben wir Frieda auch kurz im Rückraum gesehen. Ja, keine Hektik, nicht schnell, sondern aufbauen und auf die Chance warten. Sie gehen Tempo, wenn sie es gehen können, und wenn nicht, nehmen sie es raus. Das ist vielleicht auch ein Schritt, den wir jetzt noch gelernt haben, durch die hohe Belastung, dass Tempo und die schnellen Angriffe nicht immer klug sind, dass man vielleicht auch mal den Gang runterschalten kann, um sich da ein bisschen Kraft zu sparen. Jetzt versuchen sie natürlich in Unterzahl die Zeit von der Uhr runterzunehmen. Und ja, hat sich es nicht gesehen oder sich nicht getraut, aber das ist natürlich sichere Variante. Ja, ich wollte sagen, sichere Variante. Ja, aber der Wurf muss trotzdem rein. Ja. Also eigentlich könnte Buxtehude jetzt hier führen. Ja. Also das war für mich ein hundertprozentiger. Auf jeden Fall, der davor auch. Und von der Dölle auch. Genau. Ja, das ist der Wurf. Das sehr gut, du hast sie in Wurfposition gebracht. Der war mehr so Richtung Peitsche. Die davor, die waren so ein bisschen wie zum Warmwerfen. Ich glaube, das ist auch ihre Lieblingsecke. Also immer die lange, also oft hoch, und jetzt hat sie ein bisschen umgezogen, aber eigentlich geht sie immer lang. Ja, das macht die Haken gut. Dadurch, dass sie auch natürlich kleiner ist und ein bisschen zierlicher, so, also für eine Handballerin, ist sie auch nicht so einfach zu halten. Ja, und schnell vor allem. Ja, richtig. Da haben wir auf jeden Fall noch Probleme. So. Das heißt, dann machen wir einfach Kiel rechts und dann können wir noch nach links abräumen, weil so kommt sie halt rein. Mädels, wir sind in der Abwehr, sind wir sowas von gut im Spiel. Das ist alles in Ordnung, ja? Aber was wir vorne da veranstalten im Moment, ist nicht Fokus, ist nicht konzentriert. Wir wissen nicht mal mehr, dass wir Überzahl sind. Und wir wollten Tempo gehen. Und ich möchte, dass, wenn wir hier reinkommen, wir sind noch Überzahl, kurze Zeit. Macht das Druck noch, passt den Ball. Fokus, Abschluss, Fokus, Konzentration, Torwart beobachten. Weiter ins Tempo. Und Tempo weitergehen. Damit hat Benz halt. Ja, schauen wir, ob die Auszeit gefruchtet hat. Oben, der Abschluss muss kommen, der erste Abschluss über außen, und der war gut. Wurf. Der war richtig gut. Theresa von Gritwitz mit ihrem ersten Treffer. Und die Schiedsrichter geben die erste gelbe Karte. Aber ich höre euch nicht. Wird jetzt weiter aufgebaut, 5:4 nach 11 Minuten. Sie war ja komplett frei. Ja. Komplett frei. Wir haben da jetzt auch mal den Wechsel zwischen Amelie Berger und Sarah Decker gesehen, die da im Angriff kurz die Position getauscht haben. Aber auch das schnelle Gegentor. Ja, das war doch, was er gesagt hat. Sie müssen schnell nach vorne und Döller, erste Treffer, sie machen natürlich immer sehr viele Tore. Schauen wir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht der letzte war. Ich glaube auch. Ja,
Ja, das war angesagt und dann einfach konsequent in Ruhe durchgespielt. Vor Abschluss. Auch gut. Jetzt zwei Kreis, Einläufer und ja, das ist natürlich schwer. Das ist wir kriegen den Durchbruch, Lücke 1, 2 auf unserer linken Abwehrseite einfach nicht. Ja. Gestoppt. Ja, das ist, wenn Hagen den Ball im Lauf kriegt, ist es eigentlich nicht mehr zu stoppen. Starker Pass da an den Kreis, der Wurf. Also auf einmal passieren ganz viele Tore. Jetzt geht's schnell. Das nächste. Und habe immer das Gefühl, Döller die antwortet. Immer ganz schnell. 8-7. Also die Auszeit hat schon ihre Wirkung gezeigt. Ja, auf jeden Fall. Es hat mir gut gefallen, dass Dörle sie einfach hat werfen lassen, bei Tempo-Gegenstoß dazu zu gehen, das ist immer schwierig, sieht doof aus. Ja, und natürlich, es geht um die Verletzungsrisiko und ich als Schiedsrichter finde es immer gut, wenn man beim Tempospiel einfach die Finger davon lässt. Ja, meistens auch die klügere Wahl für alle Beteiligten. Aber manchmal jucken die Finger, oder? Und man will es nicht zulassen. Ja, Freiwurf richtig. Ja, Charlotte Kehr noch kein Treffer geworfen. Hat sie auch jetzt noch nicht so richtig viel. Ich glaube einmal. Ich glaub, also die, wenn überhaupt einmal erst das Tor geworfen. Die ist noch nicht warm. Und Hagen super gebunden. Aber da haben wir auch das Problem wieder Lücke 1, 2. Und 100% Agrodedo. Ja, sehr sicher bis jetzt. Ja, der Durchbruch war da. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich schon 7 Meter gegeben. Tippe ich aber jetzt. Tor. So abgesprochen, dass Berger jetzt im Rückraum spielt wegen dem Wechsel, wegen dem Kreuzen oder spielen sie so fest? Und also Berger im Rückraum habe ich es noch nicht so gesehen. Ami Berger und Sarah Decker, die haben da beide die Freiheit, selber zu entscheiden und untereinander die einfach mal das zu untereinander wechseln, damit die sich beide mal kurz auf Außen kurz ausruhen können und beide auf ihrer eigenen Position spielen können. Ja. Eine gute Absprache, finde ich. Ja. So wie ich das erkennen kann, von der Bank aus Kretschmer bekommt gleich eine Verschnaufpause. Ja, die Bank sieht ein bisschen dünn aus. Ja, das stimmt. Das ist jetzt auch vorhin bei der, der Kretschmer und jetzt Friedberger auch für mich hundertprozentige. Nein, Novitius spielt das richtig. Ja. Das war jetzt sehr smart.
vor Kim darfst du eigentlich nicht prellen. Das habe ich aber noch nicht so oft bei ihr gesehen, wie sie den Ball klaut. In letzter Zeit wurde nicht so oft vor ihr geprellt, aber das war auch letztes Jahr bei uns in der Videovorbereitung immer so, vor der darf man nicht prellen. Im Training ist das auch noch so, dass man vor Kim eigentlich nicht prellen darf, weil sonst ist der Ball weg. Ah, ja. Da steht im Raum. Schon mit halbem Schritt. Sie geht durch den Raum, um von hinten rauszuschieben. Ja, richtig. Hartstock holt den ersten 7 Meter. Zweiter. Ja, zweiter. Hab nicht aufgepasst. Da stand sie schon, dann schießt sie. Aber trotzdem stark geworfen. Ja. So, da haben wir den ersten Wechsel bei Bensheim. Soffel für Kretschmer. Wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber es war grenzwertig. Ja. Da pfeifen sie auch Schritte. Und der Ball kommt an und sie setzt sich durch. Und das ist 7 Meter. Das war gar nichts. Da war jetzt der Rasier im Raum. Gar nichts finde ich sehr schwierig zu pfeifen. Weil sie hier und da kommt die Antwort. Ja, okay. Ihre Linie wahrscheinlich. Ist ihre Linie. Okay. Damit können wir alle leben. Jetzt versucht die dies nochmal. Ja. Also, was hat sie denn zum Mittag gegessen? Also 100% bei Aquaneto, das ja, sieht man nicht immer. Gerade, weil dadurch, dass das kein Freiwurf oder ähnliches war, zieht ihre Quote runter, aber die von ihrer Position einwandfrei geworfen. So, wir sehen jetzt im Rückraum Kaspar Kova und die Maxi Müllner am Kreis. Und Dolle, das, was sie gut kann aus der Distanz, aber der war jetzt... Ja, Bergi aber schnell wieder da fürs Stoppfoul. Gut gestoppt. Sie war wirklich frei. Die hat man gesehen, wie sie frei hinten. Das waren schon vierter Schritt beim Durchbruch. Aber finde ich den Freiwurf in Ordnung. Ja. Ja. Stark. Eine schöne Fackel aus dem Rückraum. Das sind wichtige Würfe, die Alice sich abnehmen muss. Mein Fehler, ich habe kurz weggeguckt. Ich habe sie nicht aufgepasst. Ich glaube, sie ist durch den Anrufkreis gelaufen, weil sie geht jetzt auch raus. Ja. Beziehungsweise vielleicht wurde sie auch abgeworfen oder so, mit Absicht.
um da die 2 Minuten zu provozieren, aber sorgt auf jeden Fall für schlechte Stimmung in der Halle. Ja, wir haben schlechte Stimmung in der Halle, tatsächlich. Und ich habe nicht aufgepasst. Das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. In der Wiederholung. Ich glaube, sie hat jetzt auf jeden Fall den Anruf behindert. Ja, aber was anderes. Ja, das glaube ich auch. Aber warum regen sich denn alle so auf? Regel ist Regel, wenn das jetzt. Vielleicht wollte sie um den Kreis rumlaufen und wurde dann noch. Starke, wichtige Parade von Helen. Das war eine wichtige Antwort. Und da hätte er natürlich. Buxtehude den Abstand verringern können. Schlusstreffer, wäre wichtig. Ja. Sarah van Gullik jetzt im Rückraum. Die ist immer für eine Überraschung gut. Ja, ja, richtig. Das war ein unschöner. Da ist sie gut durch die Lücke durch. Ja. Wie ich gesagt habe, sie ist immer gut für einen Führer schon. Das stimmt. Aber auch angeschlagen. Ja? Ja. Ich glaube, eine Rippenprellung. Okay. Probleme mit der Schulter. Okay, dann heißt das, dein Team muss ein bisschen jetzt mal enger zusammenrücken und jeder für jeden. Ja. Aber Sarah beißt sich da durch. Ja. Ich glaube, die hat auch eine gewisse Vorbildrolle. Auch durch ihre Erfahrung und was sie so bis jetzt schon erreicht hat. Ein wichtiger Wert für die Mannschaft. Okay. Ja, ja. Aber das ist jetzt der erste 7 Meter. Für Bensheim, ja. Bensheim, ja. Ein wichtiger Treffer. So können sich die Bensheimerinnen mit 3 Toren absetzen. So, Buxtehude noch in Überzahl. Aber die Abwehr steht gut. Sehr schönes Anspiel, das hat sie gut gemacht. Gut gesehen. Bensheim jetzt wieder vollzählig. Ja, Buxtehude wird auch ergänzen bald. Spät entschlossen für den Pfiff. Ja. Aber den kann man geben. Da gehe ich mit. Der Kontakt ist da. Also kein 7 Meter, aber, Freiwurf ist völlig in Ordnung. Freiwurf gehe ich definitiv mit. Gut erkannt. Also die Lücke war klein, aber sie war da. Für Decki hat es gereicht. So, Wechsel im Tor. Laura Kuske. Sie macht heute so irgendwie lässige Würfe. Kann das sein? Die sind alle so ein bisschen. Aber gut. Auch 100%ige Wurfquote. Noch gute 5 Minuten, 14 zu 11. Bensheim führt, verdient.
Ja, sie haben am Anfang weniger technische Fehler gemacht. Ich glaube, daran liegt es das auch, dass Buxtehude ja am Anfang halt zu viele technische Fehler, Fehlwürfe hatte. Die ja, die 100%. Schon wieder. Es ist ein technischer Fehler, ja. Da ist sie noch dran, aber... Decki, wie sagt ihr Decki, ja? Ja. Damit wir bei den Saras nicht durcheinander kommen. Richtig. Vier Tore Führung hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, da hat natürlich Torhüter wenig Chance, weil das auch nicht die Torhüter-Ecke ist. Aber die war dran, oder? Ja, war das ein No-Look-Pass, so ein bisschen, oder? Also für mich kam das sehr überraschend. Kreis. Ah, ja, jetzt am Kreis. Ja, jetzt bin ich gespannt, was jetzt alles kurz passiert. Und doch, nur weil kurz. Angriffsabwehrwechsel zwischen Lisa Friedberger und Sarah Friedberger. Glaube ich, fürs Tempospiel an den Kreis und Sarah auf Außen. Okay. Sehr viele Kreuzbewegungen, es wird sehr viel gewechselt und weitergespielt. Ja, sie muss nur hochsteigen. Eckwurf, zwei Pässe. Zwei Pässe. Aus den zwei Pässen kann man auf jeden Fall noch was machen. Ja, ich hätte ihr gedacht, sie geht dann zu Wurf am Seite. Sie hätte auch gedacht, dass Soffel sie vielleicht und noch einen hoch und Freiwurf ja rausholt. Ja, ja. Im Zentrum irgendwo, ja, dass dann der Block für Alice gestellt wird. Schon wieder ein Frontfehler. Ja. Da musste sie einen Meter geben. Ja, sie stand schon zu deutlich im Raum. Ja, Maxi Müllner ist natürlich auch eine starke Spielerin. Auf jeden Fall. Dass sie sich mal durchsetzt und auch Tore erzielt, ist... nichts Neues. Ja, richtig. Vanessa Fehr. Gib mir mal einen Tipp. Also, was sagst du? Wird sie halten? Wird sie... bei Schoki weiß man nie, aber ich sag's, sie hat ihn. Gut. Ah. Schade. Ja, wir sind gut geworfen. Ja, Nielsen macht das auch gut. Auch hundertprozentige Ausbeute, meine ich. Ja. 2 von 30 Metern jetzt. Ja. Ansonsten wahrscheinlich noch einen aus dem Spiel raus. Ja. So, Heike Algrim. Du nimmt musst Auszeit, früher den Ball zu Alice spielen, sonst ist Alice zu dicht. Ja, dass du früher den Ball, dass du ein bisschen Abstand hast. Wir können auch mal 3 mit dir spielen. Chemie mit dir. Ja, ansonsten, das ist alles in Ordnung. Ja, weitermachen. Aggressiver. Wir müssen in der Abwehr im Zentrum ein bisschen kompakter stehen. Dann würde ich ein bisschen schieben, dass wir hier stehen mit ihr zusammen. Dass wir alle mit reinschieben. Ja, es ist alles in Ordnung. Weitermachen. Wir haben noch 2 Minuten 20. Komm, Mädels, auf geht's. Auf geht's. Komm, ja! Ja, im Grunde war das so mehr oder weniger so eine Verschnaufpause und einfach, ihr seid auf dem richtigen Weg, weitermachen. Ja, so kleine Feinheiten einfach nochmal, ja, dass wir jetzt viele Tore übers Zentrum bekommen, dass wir da einfach nochmal verdichten, zusammenschieben und dann lieber mal den Pass auf Außen spielen lassen, weil Helen eigentlich von außen meistens die Bälle hat und die müssen auch erstmal ankommen. Angriff weiter Alice in Wurfposition bringen. Ja. Ah, das war so der
erster technischer Fehler, der so deutlich war und der Ball so verloren ging. Und jetzt schauen weil wir der was. Rückzug ist eigentlich gut, aber da muss einer raus. Ja. Und Rakstad macht ein schönes Tor. Ja, also aber da weiß man eigentlich, dass es eine Werferin ist. Ja. Wir gehen zum zweiten Block, aber bei ihr wird es schwer. Ja, 4 Tore Vorsprung. Jetzt. Weg. Nicht mehr. Weg. Ja, gerade spielt Bensheim nicht mehr die Chancen so aus wie am Anfang bzw. in der Mitte der Partie. Buxtehude Chance auf Ausgleich. Ja, da finde ich, da lässt deine Mannschaft sie so ein bisschen spielen. Also sie können passen, ja, also der Ball kommt ohne Probleme an den Kreis. Viel über den Kreis erzielt, da müssen wir auf jeden Fall was ändern, weil... Also ich kenne deine Mannschaft ein bisschen aggressiver. Ja, auf jeden Fall. Jetzt. Amelie Berger läuft ein, kriegt den Ball von Kim. Ja. Nach einer langen Zeit wieder ein Tor geworfen. Wenn es vorbei ist, sagt ihr noch was kurz. Oh, der kam überraschend. Und für seine kleine Spielerin. Aber sie kann das. Mit dem hat Helen auch, also den hat Helen, glaube ich, erst relativ spät gesehen. Wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet. Ja. 5 Sekunden, Ausgleich, 16-16. Was macht Bensheim? Da wäre der Pass zum Außen vielleicht die bessere Wahl gewesen. Ja. 16-16. Also ich glaube, zu Beginn haben wir nicht damit gerechnet. Zu Beginn des Spiels. Ja, also... Also die ersten Minuten, klar, wo dann so viele technische Fehler ja, aber und Bensheim sich absetzen konnte. Aber jetzt hat hinten raus halt die Fehler gemacht. Die Chance nicht mehr so ausgespielt wie am Anfang. Und das spiegelt sich halt jetzt im Ergebnis wieder. Wie ich schon sagte, Bensheimer Abwehr... Habe ich schon aggressiver erlebt, also ein bisschen körperbetonter. Ja, wir lassen gerade viel über den Kreis zu. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall was verändern. Am Anfang hatten wir Probleme mit den Durchbrüchen. Lücke 1, 2 müssen wir vielleicht auch was verändern. Das hatten wir aber jetzt besser im Griff. Dafür ist der Kreis jetzt freier. Und für mich auch Buxtehude kommt jetzt so ein bisschen besser ins Spiel. Oder kam schon besser ins Spiel wie zu Beginn. Ja. Sie machen jetzt mal auch... Ihre weniger Tore. Fehler, Trefferquote höher. Ja. Also nach dem Timeout finde ich deutliche Steigerung. Ja, wir sehen jetzt auch die Torschützinnen. Agvonedo 4, Sina Hagen für mich macht sie ein richtig gutes Spiel. Finde ich auch, ja. Berger mit 3, Dörler mit 3. Damit haben wir gerechnet, dass da einiges auf ihr Konto kommt. Friedberger 3. Also beides sehr ausgeglichen, also von beiden Teams. Ja, steht ja auch unentschieden. Genau, aber es spiegelt sich bei den Torschützen. So, dann wir machen einfach eine kurze Pause und holt euch einfach was zu trinken, was zu snacken und wir sind gleich wieder da. Bis gleich.
Zeit, um über dich zu plaudern. Du bist ja verletzt als dritte Kreisspielerin. Deine Mannschaft, also sowas haben wir noch nie gesehen, alle drei, die spielen können, aber erzähl mal du, weil das Spiel, wo es passiert ist, das war gegen Lublin, ja, richtig? Einfach in der Abwehraktion versuchen, Stoppfoul zu machen. Nicht mal im Trikot hängen geblieben oder so, sondern einfach dagegen. Und dann war schnell klar, dass der mittlere Knochen gebrochen ist. Und wie geht's weiter? Also ich muss zum Glück nicht operiert werden. Hab jetzt 1,5 Wochen schon mal geschafft. Und insgesamt werden es wahrscheinlich 6 bis 8 Wochen sein, die ich pausieren muss. Aber die Röntgenbilder, das... Genau, das mussten wir kurz unterbrechen, weil das kommt auf jeden Fall als Highlight. Das auf jeden Fall ganz stark, wie sie da aus der Halbzeit kommt. Gleich meine Dreierparade. Da hat sich der Torwartwechsel wahrscheinlich jetzt schon gelohnt. Okay, und wann kannst du wieder trainieren, Ball fangen oder laufen? Gut, laufen. Laufen gehen also, kann ich, darf ich jetzt halten. Ab dieser Woche wieder. Da muss man halt, der Knochen braucht halt Zeit, um zusammenzuwachsen. Das kann man halt auch schwer beschleunigen. Deshalb sind es auf jeden Fall Mitte Februar, bis ich wieder wahrscheinlich alles machen darf. Okay. Linke Hand, ist es ein Trost? Immer, ja. Also ja, nicht nur handballerisch gesehen, auch für den Alltag. Ja, stimmt. Okay, also. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Schnelle Genesung für deine Hand. Und deine Mannschaft braucht dich. Und der 9. Parade. Ja, also wie du schon sagtest, Wechsel hat sich gelohnt. Also Kuske hält das Tor nicht. Und da haben wir die erste Führung von Buxtehude, 16-17. Ja, genau. Die 9. Parade. Aber auch gutes 1 gegen 1 von Zieler. Ja, ja. Freiwurf ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja. Ja, Gesichtstreffer 2 Minuten. Strafe Bensheim jetzt in Überzahl. Auch die erste? Nee, die zweite Überzahl. Ja. Das müssen sie natürlich jetzt ausnutzen. Ja, da wird immer irgendwie eine Sperre gestellt. Da fällt immer auf der linken Seite, meine ich. Ah, nein. Der Pass ist genau in die Arme. Aber Vanessa Fair auch stark. Ihr Bauchvorwand gewechselt. Es gibt da einen richtig freien Max. Stark. Und Decky geht da durch. Macht den Ausgleich. Aber das hat mir vorhin sehr gut gefallen, wie sie den Ball abgefangen hat, obwohl sie in Unterzahl waren. Ja, ja, du musst mutig sein, weil sonst hast du keine Chance. Ja. Und wir spielen meistens auf die gleiche Seite. Richtig, und deshalb. Wenn der Abstand zur Abwehr zu gering ist, kann man den eigentlich gut wegnehmen. Hat sie gut gemacht. Ah, da versucht sie auch den Kreis anzuspielen. Jetzt hatten wir das mal unterbinden können. Ja, Tor ist leer. Aber der Wurf ist nicht hoch genug. Aber hätte sie dann jetzt mal ein bisschen höher gespielt, dann wäre sie langsam unterwegs, glaube ich, und die Torhüterin hätte sie gekriegt. Nach unserer Analyse, gell? Ja, sie war schon relativ weit schon zurück. Ja, richtig. Flott unterwegs. Also,
sehr ausgeglichene Partie. Ich glaube, das bleibt auch so spannend bis zum Schluss. Hoffentlich für die Zuschauer gut. Also, das war schon im Dach hinten. Richtig, ja. Und zwei komplett frei. Ja, gut. Gute Aufsätze. Das ist jetzt auch wichtig, dass wir mal über die andere Seite Druck machen. Die Sarah Decker nenne ich jetzt auch Decki. Das bekommt man eben von euch immer. Gut von der Zunge. Ja, erneute Führung 18-17. Und das war so ein... Das war ein Kämpferversuch, oder? Und dann hat sie gestoppt, weil sie sich nicht sicher war. Ja. Jetzt Tempo wieder. Und Agroneto macht ihre... Das sind richtige, schnelle, einfache Tore. Die Neun nimmt jetzt auch die Auszeit, weil die Tore jetzt waren zu einfach. Ja, waren. Zwei in der Unterzahl, aber trotzdem. Mit einem geführt und jetzt mit zwei hinten. Schnell gedreht. Hat sich schnell gedreht. Kontrolle wieder bekommen. Okay? Kontrolle wieder bekommen bei der guten Rückzug. So, wir spielen jetzt vorne, was ich in der Halbzeit gesagt habe. Easy zieht es breit. Easy zieht es breit. Kreisläufer in die Mitte. Du läufst nach und dann entscheidest du drauf in die Lücke zwischen 4 und 5. Easy breit oder Kreuz. Ja? Wir machen mal Kreuz aus. Wir machen Kreuz aus. Entweder selber du oder Kreuz. Wenn sie zieht breit, du läufst nach. Okay, komm aus dem Rücken und greif ohne Ball an. Auf geht's. Auf geht's. Und ich glaube, das ist eine 16. Runde mittlerweile. Sehr erfahrener Trainer. Sehr erfahrener, vor allem auch in Buxtehude. Also da alle kennen ihn sehr gut. Und ich fand, die Ansage war klar und deutlich. Kontrolle bekommen ohne einen Spielzug. Ja, also nochmal zu dem Rückzug angesprochen, genau. Dass der halt da sein muss und dann klare Ansage, was er jetzt im Angriff sehen will. Das war ja alles Polen offen, also die Lücke war ja riesig. Das ist aber genau das, was er angesagt hat. Aus dem Rücken an euch, dann kam sie rum. Starke Parade von Vanessa und jetzt hier gleich die nächste Parade. Ja, also die Torhüter bringen sich gut. Ja, auch gut ins Spiel gefunden, zwei, die jetzt zur Halbzeit neu reinkamen. Ja, die Torhüter könnten auch die Partie entscheiden. Auf jeden Fall. Wenn es so weiter so eng bleibt, wird es ein sehr entscheidender Faktor sein am Ende. Haben wir auch bei der EM gesehen, bei den Männern. Also wie wichtig so ein Torhüter sein kann. Da war nicht wenig Chance da. Schneller Abschluss jetzt. Der ist jetzt unglücklich für Bensheim, glücklich für Buxtehude. Aber ein Schritt zu viel. Aber eigentlich richtige Entscheidung. Lucy kann von da werfen. Der ist halt ein bisschen zu zentral. Aber sonst eigentlich die richtige Entscheidung. Anfangsphase jetzt zu spielen, hektisch, viele Fehler, ja. Schnelle Abschlüsse. So, es ist eine gewisse Unruhe, auch jetzt mal bei den, also bei einem Trainer. Ja, ich glaube, die Mannschaft, die jetzt eine gewisse Ruhe reinbringt,
Mannschaft, die jetzt wenige Fehler macht, die natürlich auch die hundertprozentigen reinmacht, die wird wahrscheinlich die Nase vorne haben. Das wird auf jeden Fall wichtig, da jetzt die hundertprozentigen auf jeden Fall zu treffen. Aber wir haben auch gerade viele technische Fehler auf beiden Seiten. Ja, die muss man abstellen, weil wir hatten lang keinen Torwurf mehr. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen Harakiri-Handball. Ja. Aber auf beiden Seiten. Ja, es ist ähnlich zur Anfangszeit. Wenig Tore, viele Fehler. Von deiner Mannschaft, dass ein zweiter Torhüter kommt und wow, der war ja platziert. Der hat da genau hingepasst. Der war wie abgemessen. Was ich zum Torhüter sagen wollte, eigentlich ist es in beiden Mannschaften, egal ob Bensheim oder Buxtehude, zwei Torhüter, also der zweite Torhüter kam jeweils rein und beide halten. Sind sehr gut ins Spiel gekommen, ja. Das ist Deckys Stärke, sie kann aus dem schlechten Winkel trotzdem noch werfen, weil sie eben die Außen ist. Und stark von Bergi da das Stürmerfoul gezogen. Ich weiß nicht, ob ich das Stürmerfoul gegeben hätte. Ich hätte auch nicht, weil sie hat Berger benutzt, ist da wirklich aber so ein Stopfoul auf jeden Fall, weil sie hat ihre Arme benutzt. Ja, genau. Also deswegen die Arme, die hat sie aber, umarmt in meinen Augen. Auf jeden Augen. Fall wichtig. Ja. Aber das geht teilweise so schnell für uns Schiedsrichter, dass uns zu entscheiden, war das jetzt Foul oder Stürmerfoul. Es ist entschieden und wenn das jetzt auf der anderen Seite ähnlich kommt, müssen sie es genau entscheiden. Ja. Schon ordentlich gekämpft. Ja, es ist aggressiver geworden, aber fair. Ja, aber fair, wie du sagst, aber fair. Trotzdem hat Bensheim jetzt natürlich besser ins Spiel gefunden, wenn man schade. Die Tore betrachtet. Und also Halbzeitstand 16-16, Buxtehude mit 3 Treffer in 11 Minuten, ein bisschen wenig. Ja, aber war am Anfang des Spiels genauso. Ja, da haben sie auch ein bisschen gebraucht. Und man muss sagen, Buxte hält sie auch gut. Ja, definitiv. Das ist, ja, da war auf jeden Fall noch Platz in der kurzen Ecke. Ja, an der Hüfte vorbei. Ja, nicht viel, aber ein Streifen war da. Missverständnis zwischen Pim und... Aber der Ball... Mit... Oh! Starke Parade, wichtige Parade. Ja. Das sind die 100%igen, die du machen musst. Das wäre die Chance auf den Ausgleich gewesen. Also ich habe das Gefühl, das werden nur Highlights von beiden Torhütern, die wir hier weitergeben werden. Sehr schöne Paraden. Auf jeden Fall. Zu viel eben geguckt. Ja, das war komplett frei. Gut gespielt. Wichtig, dass Lucy den jetzt auch reinmacht. Ja. Das ist, glaube ich, auch die Stärke von Kim, dass sie sehr gut zwei bindet. Ja, das hat man auch gesehen. Gebunden, den Ball weitergegeben. Sie hat dann immer noch das Auge einfach. Ja. Und davon profitiert die Mannschaft. Auf jeden Fall.
wir über außen. Man hat Vanessa eben. Die macht das Wort gestützt. Vanessa hat beschlossen, Faktor werden. Das könnte auf jeden Fall ein Faktor werden, der das Spiel mitentscheidet. Kim nimmt sich jetzt selbst mal einen Wurf. Ja, das reicht den beiden Unparteiischen. Das reicht ihnen aus, die geben. Ich hätte den Freiwurf gegen die Bank. Der Freiwurf ist okay. Zieht den Kontakt. Ich vermute, er rein dann auch. Also das ist oft so, aber auf der anderen Seite pfeift es noch nicht. Weiß nicht, ob er seine ähnliche Aktion gegeben hat oder faul. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, ja, das kann man auf jeden Fall laufen lassen. Ja, ist okay. Der Ball glücklich noch in die Hände von Bensheim. Glaube ich, Unstimmigkeiten zwischen Lucy und der Hartstock. Aber wichtig, dass Didi den Abpraller hat. Ach, die ist durch den Kreis gelaufen. Vorhin durch den Kreis, das habe ich gesehen. Aber an sich, ich hätte schon guter Versuch. Man hätte früher pfeifen können. Ja, ja, ja. Ja. Sie ist dann wieder mit dem Fuß in den Raum, aber vorher lief sie so ein bisschen um die Abwehrspiegel. Ja. Lisa kann das noch nicht so gut machen. Aber sie macht es enorm gut. Auf jeden Fall. Ja, das macht wichtig. Sie, das macht sie also definitiv sehr, sehr gut. Auch stark? Ah, der kann schon gehen. Ja, der kam von... Der kam eh von einem Fuß, deswegen Freiwurf. Ich denke, es wird gleich was kommen. Ja, das der ist Ball ein gewinnt wichtig. Unglücklicher Ballverlust bzw. Ballgewinn für deine Mannschaft. Was machen sie daraus? Und ja, wichtiges Tor. Aber ja, die haben ja auch genau gut verschoben. Die waren eigentlich immer auf Ballseite. War sehr schwer, da die Lücken zu finden. Wäre der letzte Pass besser gekommen, hätte Dölle wahrscheinlich durchbrechen können. Ja, ja, also ich habe schon mir gedacht, die wird da durchbrechen. Ja. Aber das Zeitspiel war auch schon da. Ja, der Arm war oben, glaube ich. Das ist Tempo gut ausgespielt. Ja, ja, ja. So, es sind zwar nicht so viele Zuschauer da, alle 570, aber jetzt sind sie auf jeden Fall alle wach und alle so zu 100% dabei. Ja, es ist eine enorm gute Stimmung. Ja. Also auch wenn es verhältnismäßig weniger Leute sind, aber es ist auch Dienstagabend. Man hört sie gut. Man hört sie gut jetzt mit dabei. Ja. Langer Ball auf Bergi. Ah! Den fängt sie leider nicht. Aber warum fängt sie denn nicht? Der wäre wichtig gewesen. Oh. Aber gut gelaufen. Ist auch wichtig, weiter die erste Welle zu nutzen. Weil es einfache Tore sind, die man da generieren kann. Der Ball musste gelaufen werden. Das ist richtig laut jetzt in der Halle. Die beiden Bensheimer-Fans, die wollen die Punkte haben. Und der Neunte schafft Fehler. Ja, ja. Mit schnellem Ball gewinnt, die Frage ist, ja. Also ich glaube, die ziemlich gut. Spielerin des Spiels, könnte ich mir vorstellen. Ja, nächstes Timeout. Ja, Timeout, ich glaube. Das ist ein zweites. Aber richtig, weil jetzt, man geht, die waren eins vorne, jetzt geht's. Ja. Breit mit Charlie, breit mit Charlie, ja, breit rechts, du kommst dagegen. Ball im Spiel halten, laufen, okay, passen. So, wir müssen wieder mehr in Bewegung bringen und dass du mehr ins Laufen kommst. Ja? Nicht so früh statisch. Okay? So, und dann Rückzug. Ist alles noch drin, Mädels. Auf! Okay, 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 okay.
erste Halbzeit gut gemacht und gut bewegt. Das machen wir jetzt wieder. Auf geht's. Und Meier! Wenn ich das so richtig deuten konnte, Maxi Müller will ein bisschen mehr in Bewegung bringen. Ja, wir hatten am Anfang, beziehungsweise am Ende der zweiten Halbzeit Probleme, den Kreis zu verteidigen, weil sie da oft hinter, bei uns ist eine offensiv gegangen, sie ist da hinter reingezogen und hat halt dann auch die Tore gemacht, die für das Unentschieden eigentlich mitverantwortlich waren, weil sie das da ganz gut, die Lücken gefunden haben, um sie freizuspielen. Ja. Und jetzt sagt er, dass sie zu früh bis zu statisch ist, dass er wieder mehr Bewegung da will. Aber er hat einen klaren Plan, finde ich, für den Angriff geäußert. Der muss nur noch umgesetzt werden. So schaut's aus, weil 4 Tore sind ein bisschen wenig für 15 Minuten, fast 17 jetzt. Ja. Ja, das sind die Ballgewinne für Bentheim, beziehungsweise ja, Ballverluste. Buxtehude hat immer wieder mal den Ball halt für den verloren. Abstand. Fangfehler jetzt. Fangfehler, genau. Bentheim hat es geschafft, die hektische Phase am Anfang, wo sie auch die technischen Fehler gemacht haben, zu stoppen und hat dann auch vorne wieder getroffen. Buxtehude hat das dafür ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt auch ein guter Rückraumwurf. Rangstadt hat jetzt verkürzt einen, also den hat sie schön gezogen, also hochgezogen und dann sind es nur noch 3. Da ja, also ich habe gerade ein bisschen verwundert geguckt und jetzt auch, ich sag glaube ich gerade auch nach. Jetzt wieder auf 2 Tore ran. Es bleibt weiter eng. Der war Körperkontakt, aber das kann man laufen lassen, finde ich. Und ja, der war dann auf die Hände. Ich glaube, die haben ein bisschen, da wird auch gerade über die Diskussion mal kurz gesprochen zwischen den zwei. Okay. Solange sie das friedlich klären. Ja, Heike schaut nicht so ganz happy aus. Nee, aber Alice sitzt auch wieder ganz vorne auf der Bank. Wieder wichtige Parade, gibt aber jetzt trotzdem 7 Meter. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie vielleicht nochmal Alice bringt, um einfach Lucy auch ein bisschen zu entlasten, die in der Abwehr auch einen guten Job macht, aber ist halt anstrengend. Ja, hast du recht. Die beiden wechseln. Helen van Burden jetzt auch zwischen den Pfosten. Sie
Meter sind schon stark geworfen. Ja, Nielsen macht das richtig gut. Also ich glaube, alle 7 Meter alle drin sind und auch eigentlich keine Chance für den Torwart gehabt bis jetzt. Jetzt wieder auf einen Rand. Jetzt hat Bensheim gerade wieder so eine schwächere Phase, wo sie sich Würfe nehmen, die halt gerade nicht reingehen. Phase, Crunch-Time, also nur noch 9 Minuten, enges Ergebnis. Hier wird jetzt um alles gekämpft. Da hängt sie schon von hinten ja, dran. Das sind 2 Minuten, weil Alice hat geschafft, sich zu drehen in Richtung Tor, dann ist von hinten, da bist du dann, sieht immer scheiße aus. Richtig, und wenn du noch hinfällst, ich meine, da machst du es dem Schiedsrichter, sag mal, einfach. Sie hat den Ball noch gut weiterbekommen, ja. Ich glaube, hätte Kim den jetzt noch auf den Außen bekommen, sie haben es ja auch laufen lassen. Aber richtige Entscheidung. Ja. Gut, schreibe ich. Überzahlspiel. Oh, gut, dass Didi den noch fängt. Ja. Bisschen Glück gehabt. Ja. Aber Kim sagt jetzt auch nochmal Ruhe, nochmal einfach von vorne anfangen. So, den Kreis. Okay. Wichtige Parade wieder. Schlimm aus, aber ich fand von vorne also der Kontakt. Also die Hand war schon am Hals. Dicky steht wieder, das ist die Hauptsache. Weiterzukriegen. Geht jetzt auch dahin, wo es weh tut. Ich glaube, Buxtehude hat das vielleicht mal studiert. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und attackieren da immer unseren Halben. Raus. Ja, also, ist immer diejenige, sie attackieren die immer unseren Halben, weil der eigentlich die Entscheidung trifft und unter Druck eine Entscheidung zu treffen. Ja. Jetzt erwarte ich ein 100%iges Tor. Das ist der. Also die kurze Ecke war sowas von frei. Ja. Konnte sie das nicht reinziehen? Die hat aber bis jetzt alle lang geworfen. Ja, ja. Deswegen musste die Torhüterin auch was verändern. Ja, ja, ja. Hat sich ja gelohnt. Da kann man eigentlich nicht zufrieden sein, oder? 6-4 und kein Tor. Ja, es war eine gute Chance rausgespielt. Ja. War auch einfach gut auf gehalten. Jeden Fall. Agvonedo. Aber jetzt trotz Überzahl lang gut. Kein Tor gemacht. Ja. Nur 4 Spielerinnen, Torhüter ist auch draußen, also da stimmt irgendwas nicht, oder? Irgendwas. Also, nicht. Ja. Also die hätten noch einen mehr reinmachen können. Ja, ja, meine ich auch. Weil ich jetzt sind sie wieder nur zu dritt. Jetzt zu viert. Ja, Leiche ist noch reingelaufen. Aber ich glaube, es ist ihnen gerade auch aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, sie haben den Torhüter rausgenommen, aber keiner ist reingegangen. Ja. Es war jetzt wichtig, dass Bensheim jetzt mal ein Tor macht, weil. Und ein wichtiger Treffer von Zoffel. Ja. Mit einem schönen Wackler. Gegen die Laufrichtung. Jetzt die erste wieder drin. Das heißt, okay, nur noch einer in Unterzahl. Genau, jetzt haben wir 6-6 und das Tor ist leer. Es ist alles geklärt. Vielleicht schaffen wir einen Ballgewinn. Die Außen wieder rausgelaufen, jetzt sind die 5 Tore wieder drin. Zeitspiel angezeigt. 2 Pässe noch. Ja. Da steht der Block gut. Ja. Sie muss ins Torwart-Eck werfen, weil über Kim kommt sie nicht. Ja. Und da steht dann Vanessa Fair. Alice sorgt ganz schön für Betrieb jetzt, macht sie gut. Timeout von Heike.
finde ich jetzt auch richtig, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Richtig, also für nach wie vor mit 2 Toren. Das kann man auf jeden Fall gewinnen. Sollte man auch. Soll ich. So, wir hören rein. Für mich ist jetzt wichtig, dass wir uns jetzt auf nichts einlassen. Lass den Trainer, lass die Spieler, lass den Gegner. Wir auf uns konzentrieren, die letzten 6 Minuten. Ja, kurz hat funktioniert. Wir können auch mal Ungarn spielen, haben wir ganz lange nicht gemacht. Ich brauche Mut, das habe ich damit gemeint. Das ist scheißegal. Mut, Mut, Mut. 6-4 brauche ich das im Zentrum. Ja, hier 2 Kurs. Hier Frieda. Hier ich. Hier Alice. Hier Sarah. Egal, wer den Übergang macht oder wer im Kreis steht. Ja, hier 2 im Rückraum. Okay, auf geht's. Auf. Go! Let's. Schau mal. Ja, klare Ansage für mich. Finde ich auch, sehr mit dem Plan. Mal schauen, wie der aufgeht. Ja, es ist natürlich in seiner Partie oder auch in seiner Phase auch nicht zu hören, wie Heike schon richtig sagte, auf Trainer, auf Schiedsrichter, ja, egal, sich mit sich zu beschäftigen. Es gab jetzt viele Diskussionen auch zwischen den Spielerinnen selbst, ja, den beiden Teams. Frieda haben wir jetzt im Rückraum gesehen, Sarah am Kreis, spielt ihn auf außen sehr gut weiter und denkt noch, wichtiges Tor. Ja, sehr gut. Das haben sie gut ausgespielt, das ist genau das, was Kim im Timeout angesagt hat. Ich glaube, das war gefühlt der erste Wurf von Pär. Ja, und sie hat für mich noch überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Nee. Also, ich habe kaum was von ihr gesehen. Sie war ja für den Zuschauer jetzt nicht so präsent bis jetzt. Nee. Bewegung. Das hat sich super gemacht. Oh, das ist der Ball aus der Hand. Starke Bewegung, aber dann leider nur den Posten getroffen. Ja, ja. Aber man merkt gleich, wenn Frieda in den Rückraum geht, die ganz neue Dynamik. Sarah ist jetzt am Kreis. Jetzt kommt Berger rein. Für Decker, ja. Der Bruder versucht jetzt noch was anderes. Das war eine gefüllte Manndeckung, aber doch nicht. Also doch, ja. Ja, sie müssen natürlich erstmal was probieren. Es sind 4 Tore, 4 Minuten, machbar, aber. Vor allem Bensheim spielt jetzt 2-mal das gleiche, macht 2 Tore. Da musst du was verändern. Wir nehmen jetzt Dieter Friedberger in Manndeckung. Das ist so schwer, weil sie springt quasi vom Abwehrspieler weg und kriegt ihn trotzdem noch umgezogen. Das ist auch für den Torwart enorm schwer, weil er eigentlich mitgehen muss. Da bietet sie kurz an und holt sich den dann. Das war eine wichtige Parade, wichtiges Tor. Das ist, kann man sagen, das ist die Vorentscheidung? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es hat sich schnell immer gedreht, aber eigentlich sollte Bensheim das jetzt klug runterspielen, die letzten 3 Minuten und die nächsten 2 Punkte einsammeln. Ja, ich glaube, das Ding ist durch, weil jetzt auch die Fans stehen jetzt schon alle 3 Minuten vor Schluss. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch aufstehen. Und erneuter Fehlwurf von Kea. Nielsen hat den Abpraller, macht den dann, aber auch gute Parade davor wieder von Schoki. Jetzt am Ende noch ziemlich deutlich, also 5 Tore stand jetzt, noch gute 2 Minuten.
Ja, Vanessa hat am Ende nochmal wichtige Dinger weggehalten. Und jetzt haben sie halt auch die Tore gemacht. Buxtehude wieder freie vergeben. Den Pfostentreffer von Dölle zum Beispiel nach dem starken 1 gegen 1. Und das spiegelt sich im Ergebnis wieder. Noch ein Fehler. Kara Weich verkürzt nochmal. Alle Fans stehen und klatschen. Ich glaube, deine Mannschaft hat wirklich, also schenkt jedes Mal, fast jedes Mal. Zu Hause zum Glück jedes Mal, weil bis jetzt läuft es zu Hause sehr gut. Okay. Das ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Ja. Verwöhnt schon die Fans, eure Fans. Ja, aber man merkt es auch, einfach diese Unterstützung, die tut einem enorm gut. Deswegen spielt es am Rundraum und nicht am Kreis. Da gerade durchspaziert. Ja, so ein bisschen. Bisschen zu einfach, aber wenn wir jetzt das einen ruhigen Angriff jetzt noch spät ein Tor machen, dann kann man, glaube ich, auch zufrieden aus dem Spiel gehen. Es war ein Kampf, aber... Ja. Was wirklich bewundernswert ist, muss ich so jetzt als Externe sagen, dass wir haben so viele Ausfälle jetzt am Kreis, aber da kann jeder, also ich sehe so viele Spieler, die am Kreis spielen. Und dass sie euch also Außenspielerin, die im Rückraum spielen. Also das hätte ich jetzt andersrum entschieden. Weil ich glaube, da war noch mehr von Buxtehude dran. Oh, da hätte sie vielleicht den letzten Schritt zum Tor machen können. Ja, aber auch da jetzt Schritte. Also ein Schritt hat wahrscheinlich. Ja, starker Block. Alles. Noch fünf. Machen ja, sie drauf. Das ist jetzt mein Pass. Da gewinnt Benzheim. Ja, Benzheim. Ich meine, letzten Endes auch verdient. Mit vier Abschnitten. Also vier ist in Ordnung, finde ich nicht so. Völlig in Ordnung. Ja, ich finde, das Spiel hat unterschiedliche Phasen gehabt. Also die erste Halbzeit zu Beginn, chaotisch, viele technische Fehler, dann wurde es auch ausgeglichen. Also dann haben wir am Ende 16-16 gesehen. Ich finde, beide Halbzeit waren auch sehr ähnlich. Also sie haben beide mit vielen Fehlern hektisch begonnen. Dann war es diese enge Phase, wo die Fehler abgestellt wurden. Ja. Und dann halt jetzt hinten raus hat Benzheim halt dann es geschafft, davon zu ziehen. Ja, das stimmt. Und zweite Halbzeit, da waren auch einige unschöne Momente. Jetzt schauen wir uns auch mal die besten Torschützen. Pilsen, ich glaube, da waren auch mal einige 7 Meter. Ich glaube, vier hätte ich jetzt auch gesagt. Die hat sie sicher verwandelt. Agronedo, ich glaube, ist auf den ersten, einen, den sie verworfen hat. Zwei Fehlwürfe. In der doppelten Überzahl hat sie auch nicht getroffen, aber sonst auch sehr gut gespielt, auch in der Abwehr. Ja, Nancy Novitius, 6 Tore, finde ich viel. Für Kim auf jeden Fall also viel. Hat sie heute dafür viele Schlagwürfe oder Rückraumwürfe aufgenommen. Hat es auch eigentlich gut gemacht. Genau. Kann sie öfter machen. Das stimmt. Die ersten, die da, wo ich sage, jetzt mal, die sind so locker, wie sie da ins Tor rollen. Haken fand ich in der ersten Halbzeit stärker, da kam sie besser ins Spiel. Da war sie auch, finde ich, Teil der, also hat sie auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es spannend war, weil sie, finde ich, gut in die Lücken gegangen ist. Bis 1-1 gesucht hatten wir da auch wirklich Probleme hatten. Ja.